Ein Hallihallo und der Tod ist in der Nähe. Nee, Spaß. Also willkommen zurück zu Super Mario World und wir haben im letzten Part unser allererstes und vielleicht auch letztes Fortress in diesem Let's Play gesehen. Also wer das nicht verpassen will oder verpasst hat, der sollte sich den letzten Part unbedingt ansehen. Denn da haben wir uns darum gekümmert und das war wirklich ein sehr schöner Level. Aber wir kümmern uns jetzt um Chocolate Island 4. Auch bestimmt ein netter Level, denn da gibt es schwebende Plattformen und da wird sehr viel damit gespielt. Eine komische Art von Feature in dem Spiel, welche man in dieser Form nicht mehr in den späteren Spielen sieht. Vor allen Dingen sind sie immer schräg. Sie sind nicht gerade wie typische Plattformen, sie verlaufen schräg und bewegen sich schräg. Ich glaube, ich bin zu eilig, oder? Ich will es trotzdem versuchen. So. Da sind schöne Ups, da werden wir erstmal getrollt, dass wir da nicht vorbei können. Das soll uns aber nicht auf. Ich finde es übrigens cool, dass man hier so rutschen kann. Seht ihr das? Yay, okay. Schluss mit lustig. Schluss mit Peter lustig. Der Typ hat sowieso Kinder. Ich hasse diesen Typen. Er hat Kindersendung gemacht, der gute Peter Lustig. Hasst aber Kinder. Und das hatte sogar als Grund genommen, warum er das gemacht hat. Das fand ich komisch. Zumindest wurde mir das früher so vermittelt. Jetzt hat das ja immer so ein anderer gemacht. Nicht als ob ich die Sendung Löwenzahn noch weiter gucken würde. Aber früher habe ich sie geguckt und dann war ja immer der gute Peter Lustig dabei. Alter, der war überhaupt nicht lustig. Da finde ich ehrlich gesagt den neuen sogar etwas besser. Den hatte ich ein paar Mal kurz reingeschaut. Aber jetzt gucke ich da wirklich 0% mehr von Löwenzahn. Aber ich schätze, das kann sich jeder zwischendurch mal antun. Ich tue es mir aber jetzt nicht an. Müsst ihr verstehen. Nichts gegen die Sendung oder so, aber hab Wichtigeres tun, wenn man das so sagen darf. Das Level finde ich bis jetzt auch sehr schön und hier sieht man ein wunderbar neues Grafikelement, finde ich. Sieht sehr interessant aus, so eine Art Knochen. Ich bin noch gesprungen. Auf diesen komischen Plattform kann man... Ah, habt ihr gerade den Glitch gesehen? Kann man so gucken. Oh. Okay. Wie der auch gar nicht springen will. Hallo. 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 Das ist ein richtiger Spanner. Seht ihn euch an. Er sitzt auf seinem Thron und wartet hier, bis hier so Leute sind und stalkt die ganze Zeit. Das ist ein richtiger Spanner. Und wie er sich auch noch bewegt, das ist kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen, Kinder, haltet euch von solchen Menschen fern, bitte. Mann, hier wird das aber auch überstrapaziert. Ich dachte, wir kommen jetzt zur Burg. Aber nein! Chocolate Island 5. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Yoshi, sehr schön, dass du wieder dabei bist. Nicht schön. Das ist sehr fies, das ist wirklich sehr fies. So. Wir können da rein. Und dürfen ein Bonus-Level machen. Ich hoffe, dass wir es endlich mal schaffen.
wie beim Lotto, immer dieselben nehmen. Früher oder später, oftmals später, kommt man zur Lösung, wie ihr seht, und sahnt was ab. Dieser Part geht übrigens ziemlich gut voran, genau. In den letzten zwei Parts habe ich ja ziemlich oft rumgefuckt. Und hier ist schon das Level, das war ja ziemlich kurz. Ups, fuck. Diesmal geht das ziemlich gut voran, ziemlich flüssig. Und ja, ich schaffe hier alles soweit, das ist ziemlich schön. Ich würde sagen, dann machen wir auch noch die alte Wendy, ne? Die alte Schnalle. Ja, dann machen wir noch die gute Wendy. Ahaha. Machen wir noch die gute Wendy. Ah, the bone. The bone, the bone. Ahaha. Ein weiteres neues Element, das sieht man aber auch noch in vielen anderen Mario-Teilen in etwas anderer Form. Diese Teile, die runterfallen, diese Walzen und diese Kettensägen. Ach, ein beliebtes Element übrigens bei Super Mario Maker. Aber auch ein cooles Element. Ei, sass. Das Interessante ist übrigens, wenn man klein ist, also wenn man kurz nachdem man getroffen wird, kann man nicht durch diese Dinger durch. Habe ich jetzt gerade bemerkt. Aber ihr habt es wahrscheinlich gerade auch gesehen. Hier, sieht man es nochmal. Also hier bringt es nicht durch so Speeden. Oder es ist zumindest sehr schwer. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit und nicht das Leben. Oh Gott. Sehr knapp bemessen. Und das ist ein Block, wo man nicht dran stoßen kann. Sehr komisch. Das sieht übrigens sehr hart aus. Als ich das erste Mal an dieser Stelle war, da dachte ich mir so, hä? Verarsche. Aber nein, das ist ganz machbar, wie ihr seht. Ein wunderbares Stück. Volle Erdbeben hier, Alter. Wo sind wir hier? Sind wir hier in Tokio? Oder Fukushima? Ich glaube, ich habe was. Warum überspringe ich das? Ich kann das auch genauso gut mitnehmen. Was verkehrt mit dir? Okay, so darf schon mal gar nicht gehen. Aha. Ah, es ist gar nicht so einfach, aber diese Level macht mir sehr viel Spaß. Also jetzt die letzten Parts kommen Ideen, die gab es hier vorher am Abenteuer nicht und die werten das Spiel nochmal für mich auf. Boah, es ist doch nicht zu fassen. Aber ich habe gerade gute Laune, wie ihr seht, nicht wie in anderen, wie es gibt ein paar Ausnahmeparts. Da denke ich mir nur so, was ist das denn schon wieder? Na, das kennt ihr auch, falls ihr ein paar andere Parts schon gesehen habt. Aber Super Mario World ist kein Let's Play, wo man jetzt unbedingt immer jeden Part ansehen muss. Klar wäre schön für mich, aber zwingend ist es nicht notwendig. Das müsst ihr jetzt selber wissen. Ich schreibe euch hier auch nichts vor. Und selbst wenn ich euch das tun würde,
warum solltet ihr das tun? Oh, erst hier, ich sollte vielleicht mal öfter safen. Ja, spring doch, Junge, spring doch. Und hier ist schon der Boss. Und das alles haben wir hier, die ganzen Level haben wir hier bis jetzt sehr gut und flüssig durchbekommen. Das finde ich sehr schön. Ah, die gute Wendy. Also die einzige Gefahr sind eigentlich nur die Feuerbälle. Okay, und diese Attrappen, aber die sind eher billig. Die sind eher billig. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit und ich save hier jetzt auch nicht nochmal, weil ich sowieso verliere. Okay, ist ja nicht schlimm. Die ist hier eigentlich relativ einfach, die alte. Die ist relativ einfach. Wie ihr seht, ist es kein großes Ding, die einfach mal zu zerstören. Ach, ich mag das Mario-Gesicht. Das ist einfach zu herrlich, das liebe ich an Super Mario World, dass Mario nach oben gucken kann und dass das so sweet aussieht, so richtig kawaii. Mario nimmt jetzt seinen Pinsel und macht die Burg damit weg. Wie auch immer, Wendy O'Koopa in der Castle Nummer 6 hatte ihren letzten Song gesungen. Mario hatte eine Challenge und die wird auch ihm noch bevorstehen. Das ist nämlich ein versunkenes Schiff, das im folgenden Bereich erscheint und dich zum Dorf von Bowser bringt, oder besser gesagt zum Tal von Bowser. Und das versunkene Geisterschiff, wie man jetzt gut rechts neben Mario sieht, ist auch ein sehr eigenes Level und ein wunderschönes Level, wie ich mich auch noch erinnere vom letzten Mal. Besser gesagt vom letzten Mal, als ich das Spiel durchgespielt habe, war zwar lange her, aber daran erinnere ich mich noch. Also, liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Denn wir beenden hier schon den Part. Und wenn ihr wissen wollt, was genau im versunkenen Geisterschiff vor sich geht, was durchaus seine Berechtigung hat, diese Frage zu stellen, weil das wird ein ziemlich interessanter Level. Und danach kommen wir jetzt übrigens auch zum Bowser-Teil, also das unbedingt nicht verpassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da für diesen Part. Wenn nicht, dann nicht. Bis dann und ciao.